Hallöchen Freunde und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer neuen Folge. Ja, es tut mir leid, dass die Folge heute etwas später kommt. Grund dafür Technik. Und bei Technikfragen wisst ihr ja, Technikfragen. Kein Plan, irgendwas hat mit meiner Kamera nicht gestimmt. Ich habe jetzt echt fast eine Stunde lang rumgemerrt, damit es wieder funktioniert. Ihr seht schon, es ist keine Twitch zusammengeschnittene Folge, sondern wir nehmen jetzt hier eine zusammenhängende auf. Grund dafür, ich habe beim letzten Twitch-Stream leider vergessen, auf Aufnahme zu drücken, ich dödel. Hab's zwischendrin dann bemerkt, wir haben dafür aber auch nur eine Stunde dann gezockt und dann bin ich zu Raft rüber und wir haben lediglich den Boden hier gebaut. War noch ein bisschen Holz sammeln und so, aber ansonsten ist nicht groß irgendwas passiert. Also seid mir bitte nicht böse. Was machen wir die Folge? Ja, ich würde sagen, wir müssen irgendwie mal ein bisschen auf Totemsuche gehen. Ich habe es natürlich wie immer nicht gegoogelt. Ihr kennt mich. Aber man muss sich manchmal auch überraschen lassen im Leben. Bringt doch nichts, immer alles zu googeln. Ich hatte im Stream, ich glaube es war im Stream gesehen, dass wir hier auch noch diese geile... Ach geil, ja stimmt, das kam mit irgendeinem Update rein. Nee, dass wir die coole Fenris-Rüstung eigentlich mal noch basteln könnten. Weil da gibt es nämlich unbewaffnet und das andere, das Wurzelding, gibt nochmal Bögen. Wäre natürlich auch ziemlich geil. Aber ich würde sagen, Hauptziel ist tatsächlich erstmal Jagdloot. Wir brauchen ordentlich zu futtern. Nee, nicht das Brot. Die Moltebären können direkt wieder weg. Es sei denn, wir gehen nochmal Loxi 10. Wir probieren es nochmal. Ich möchte endlich Loxi haben. Also Plan ist, Loxi fertig kriegen. Und dann eigentlich Endboss besiegen und dann wird es wahrscheinlich nur noch zusammengeschnittene Folgen geben, denke ich mal. Aber die kommen ja soweit ganz gut bei euch an. Zumindest was die Aufrufzahlen und die Likes angeht. Ist es doch teilweise deutlich mehr als die normalen Folgen, also das freut mich. Ist halt auch schweineviel Arbeit, gar keine Frage. Und ich selber finde es halt auch ein bisschen spannender. Hat man nicht so lange Lücken und Pausen drin und langweilige Sachen. Von daher ist doch ganz geil. Also, auf zu den Ebenen. Moltebären haben wir noch einstecken, Lebensmittel sind soweit okay. Wir gucken mal, ob wir vielleicht Loxi nochmal dazu kriegen, ein paar Moltebären zu essen. Loxi! Ah, ja. Man sollte vielleicht nicht so schreien. Scheiße. Nee, doch, sie ist noch lieb. Nee, sie ist... Ach, ich bin aber auch ein Dödel. Springe ich rum und schreie und ja. Ich glaube, so richtig aggro ist sie nicht. Hä, was habe ich getan? Achso, nee. Bringt mir gar nichts auf der Schnellwahltaste. Wir gehen diesmal nicht ganz so nah ran. Nehmen wir hier mal zwei. Hauen ganz schnell wieder ab. Komm, Loxi, dreh dich um, riech mal lecker Moltis. Die hat zurzeit irgendwie nicht so richtig Bock. Warum nicht? Hat doch vorher immer so gut geklappt. Verstehe ich nicht. Boah, mach doch leise. Schleichen auf 12, wie wenig sind wir denn geschlichen bisher? Waren ja vielleicht zwei zu wenig, gibt's mal 9 Stück. Ja, ich hätte schleichen sollen, aber der Scheißidiot springt auch jedes Mal. Ich nehme alles zurück. Es ist halt die Frage, ob dieses Zähm irgendwann zurückgeht, wenn man... Aber du bist doch in Love, aber wir sehen's halt einfach nicht. Warum sehe ich es denn nicht? Eine Moltebären in der Hand bringt ja gar nichts. Warum? Warum nicht? Hat sich denn irgendwas geändert mit einem Update, dass wir gar nicht mehr sehen, ob die einen Zahmheitsbonus hat? Oder ist es wirklich einfach zu lange her? Was ich mir nicht vorstellen kann, aber eventuell doch. Dass die irgendwann das Dings wieder verloren hat und wir müssen hier erstmal wieder ordentlich reinfüttern. Ich verstehe es nicht, schade. Wir werden es wahrscheinlich nie schaffen. Irgendwann Folge 500 sind wir immer noch dabei, hier Moltebären rumzuschmeißen. Man hat doch vorher einfach immer ganz normal, wenn man drauf geguckt hat, gesehen, alles klar, hier 60% zahm.
Vielleicht ist es auch eine andere Loxi, aber es wäre schon komisch. Andere Loxi, selbe Stelle. Wo ist sie denn hin? Wir gehen jetzt nochmal ran. Aber es steht halt gar nichts mehr da. Ach, Manu. Ich schmeiß noch ein paar Moltebeeren. Einfach just for fun. Wieder schleichen. Ich meine, ich weiß, wir müssen in der Nähe bleiben, aber... Hat man das erst ab einer gewissen Nähe gesehen? Nee, oder? Ich glaube, ich riskiere wieder meinen Kragen, aber ach, scheiß drauf. Ja, es ist halt ein bisschen sinnlos. Die dreht sich sofort rum mit dem Moltebären und dann musst du aber auch schon weg sein. Na gut, wir lassen das. Ich google vielleicht nochmal. So viel zum Thema, nicht immer alles googeln, aber ich weiß sonst echt nicht weiter. Hau rein, Loxi. Wieder sinnlos Zeit verschenkt. Vielen Dank. Naja, gut, dann machen wir uns auf zu Jagdloot. Hat sich gereimt, ist doch schön. Und dann gucken wir einfach mal ein bisschen in den Ebenen rum, ob wir irgendwo noch so Totem finden oder nicht. Wir haben nur 106 Leben. Ausdauer, Gesundheit, Ausdauer. Ich finde es eigentlich ein bisschen wenig Leben. Aber wir probieren... Ah, nee, warte mal, wir haben den Uralten noch dabei, das geht nicht klar. Wir müssen unbedingt erstmal Knochenmanst holen. Das kann sonst mit 103 Leben doch etwas kritisch werden. Es ist heute endlich mal etwas kühler im Dachboden. Ich habe mir gleich einen Pulli angezogen, aber irgendwie ist das auch zu warm. Es ist halt wirklich der PC, ne? Was der da rausbuttert an... Hitze ist echt nicht mehr normal. Teer haben wir abgesammelt. Boot stand da vorne, das passt alles. Wir rennen einfach mal ein bisschen rum. Da haben wir noch ein Dorf, aber ich bin mir relativ sicher, in den normalen Dörfern war das nicht. Ach Mann, ich hätte googeln sollen. Hehehehehe. Nein, da kommt... Oh nee. Oh nee. Boah, geil. One-Hit-Wonder. Den habe ich wirklich gar keinen Bock. Ich bin mir relativ sicher, es müssen so eine normalen Gebäude gewesen sein. Wo immer nur so ein, zwei Fullinger drin sind. Wo es ein paar Treppen hochgeht. Ich glaube, wir haben die dort gefunden. Aber wenn du mich fragst, haben wir die verdammt lange nicht mehr... Aber wie viele Dörfer gibt es denn hier? Haben wir die verdammt lange nicht mehr gesehen, so kleine einzelne Gebäude? Irgendwie fast immer nur Dörfer. Nee, hier ist ein kleiner Hügel dazwischen. Boah, die hitten aber mittlerweile auch gut rein, ne? Gut, weil ich den unentdeckt getroffen habe wahrscheinlich. Da kommt der nächste. Da hinten brennt auch noch Licht. Also hier ist ganz schön Betrieb. Ich glaube, wir sind schon wieder schön kurz vorm Sonnenuntergang. Ach, scheiße. Habe ich aber auch echt nicht kommen sehen, ne? Ah, nein, wie dumm. Oh Gott, Knochenwanz, Knochenwanz, Knochenwanz. Nein, wie, warum aktiviert das nicht? Alter. Ah, scheiße, 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 scheiße. Nimm mal einen Trank. Was war denn das für einer? Leben? Ja, es war Leben.
Boah, shit, jetzt haben wir ein Problem. Ich muss eigentlich voll Attacke drauf gehen. Wir haben anders keine Chance. Irgendwie hinter die Bäume? Komm schon, 4 Sekunden. Komm, lass mich einmal... Ach, scheiße. Dann müssen wir einfach komplett mit Pfeilen drauf gehen jetzt. Wir kommen nicht weg. Haben wir das letzte Mal schon gemerkt. Boah, ich stell mich aber auch an. Ich treffe die nicht. Wir werden gleich sterben, hundertprozentig. Ja, ja, er ist mit dem Fullinger beschäftigt. Perfekt. Komm. Boah, wie der aber verliert. Odin da hinten, guck zu. Ha, gucken dir an, den Loser. Teert sich ein, kackt sich ein. Rennt hier wieder in der Nacht in die Ebenen für ein paar Totems. Kannst du keinem erzählen. Das ist das Nächste. Kommen die noch hinterher? Nee, wir müssen mal markieren. Ist ja unendlich teer hier gefühlt. Will bloß nicht in die Nähe laufen. Ja, Loxi ist noch. Wäre ich am besten auch noch reingerannt. Oh ja, guck, jetzt werden wir geteert und Loxi killt uns. Wäre das nicht geil? Ah, und noch ein totes Guido. Ah! Oh, und das nächste Dorf. Was ist denn hier los? Also, wo sind wir denn gelandet? Ich glaube, hier Jaklut in der Nähe, der hat gar keinen Bock auf Feinde. Der hat sich hier eine richtige Armee zusammengestellt. Aua. Wir laufen erstmal wieder zurück. Das ist mir hier gerade alles ein bisschen so unsicher. Loxis haben zumindest losgelassen. Oh je, oh je, oh je. Diese ganze Folge wird schon wieder so sinnlos. Komm her. Und beide. Ah, geil. Das war da mal schön. Wir laufen einfach mal in die andere Richtung, würde ich jetzt mal behaupten. Ich habe keinen Bock mehr auf diese Seite. Hello again. Ich sammle es schon gar nicht mehr ein. Wir können uns sowieso nicht mit... Ach, wo kommt... Immer alles auf einmal. Ist ja wie bei Raft. Hai und Möwe immer gleichzeitig. Wir haben das Ding doch komplett entleert. Wo kommt denn der her? Ich darf mich bloß nicht einteeren lassen. Odin, der guckt schon wieder zu. Da steht unser Boot. Hier ist das Portal. Alles gut. Komm, hau doch ab, Ter, scheiß Vieh. Hab keinen Bock mehr auf dich. Es tut mir leid, Leute. Die Folge wird so sinnlos. Ah, gar nichts geschafft. Naja. Ist der immer noch da? Aha! Gott, wie weit will er denn noch mitkommen? Ist doch auch irgendwann mal gut. Ja, es sind halt alles normale Dörfer hier. Aber es sieht schon ein bisschen epic aus, oder? Ich glaube, es wird ein geiler Bosskampf. Vielleicht sollten wir irgendwo anders in den Ebenen gucken. Ich habe halt echt ein bisschen das Gefühl, dass hier in Jakluts Nähe, das ist dann schon wirklich... Der hört nicht auf? Das ist dann schon wirklich so Endlevel. Ich glaube, hier kommt Sumpf. Ist der immer noch da? Was haben wir hier noch schön? Oh, Loxis ohne Ende. Ah! Man sollte vielleicht keine Steine lesen, wenn man von einem Terblob verfolgt wird. Aber Alter, der gibt aber auch nicht auf. So, hier haben wir Sumpf. Oh, hör doch auf. Ich könnte ihn auch einfach besiegen, aber... Oh Gott, wir haben keine Ausdauer. Ganz schlecht. Ja, komm. Wo ist er denn? Ich habe gar keine Ausdauer. Kacke. Den haben wir anscheinend richtig verärgert. Jetzt hat er uns.
Oh shit, oh shit, oh shit. Ich mach ein so ein Ding fertig, ne? Die sind einfach zu heftig, die Typen. Aber ich möchte es gerne im Nahkampf probieren. Oh, hier, guck doch mal, was für ein Timing, bitte. Jetzt aber. Du musst da wirklich aus richtig großer Entfernung und Pfeile drauf und nicht entdecken lassen und weiß der Geier was alles. Aber anders klappt es einfach nicht. Junge, 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 Junge. Junge, Junge, Junge. Also, wir sind noch in den Ebenen. Aber... kam er denn schon wieder her? So wirklich viel sehen tun wir nicht. Ach komm. Alter Schwede, ich meine, das ist ein Teerparadies. Wir wurden wieder entdeckt. Es kann doch nicht sein. Was haben denn die für eine Range? Nee, ich glaube, er greift den Fullinger an. Ich will es mir trotzdem nochmal markieren. Irgendwo hier. Wir suchen uns ein anderes Gebiet. Ganz ehrlich, das ist ja viel zu krass hier. Hey. Oh, drei gleich. Vier. Fünf. Aua. Boah, scheiße, ey. Wir haben einfach... Ah, warum renne ich denn hier mit Moltebären eigentlich rum? Kann mir das mal einer erklären? Drum haben wir so wenig Leben gehabt. Jetzt hau doch mal ein bisschen Leben hoch. Wo ist unser scheiß Portal? Hier drüben irgendwo. Da lang. Ah. Na klar. Ohne Scheiß, das Gebiet ist zu krass. Das ist mit Absicht so gemacht. Anders kann ich es mir nicht erklären. Also keine anderen Ebenen bisher waren noch so schlimm. Das ist ja nicht mehr feierlich. Ich hoffe mal nicht, dass der Endboss hier übelst krass am Moven ist, dass du die ganze Zeit in die ganzen Dörfer hier reinkommst, weil dann müssen wir die alle vorher clearen. Also das überlebst du ja nicht. Wir verpissen uns. Weil da sind wir schon so krass ausgerüstet. Ne? Wir haben die beste Rüstung. Die besten Waffen, würde ich mal sagen. Sehr, sehr gute Lebensmittel. Und du hast trotzdem kaum eine Chance. Ne? Du musst so achtsam sein. Ja, wir gehen nochmal eine Runde pennen. Und dann ist die Folge leider auch schon wieder rum. Ey, es tut mir so leid, die nächste Folge. Na, warte mal, was haben wir denn heute? Freitag? Ist heute Freitag? Ja, heute ist Freitag. Ja, ich nehme noch eine für Sonntag auf, 19 Uhr. Ich mache sie mal ein bisschen länger. Machen wir mal 35 Minuten oder so als kleine Entschuldigung. Und dann kommt ja Sonntag auch noch der Stream. Also wer Bock hat, kann sich hier die volle Valheim-Dröhnung geben. Ich hoffe, das ist okay für euch, aber ich habe halt echt so lange jetzt schon rumgepopelt und habe leider ein bisschen Zeitdruck gerade. So lange habe ich rumgepopelt. Da saß ich eine Stunde hier. Ja, Titel der Folge wird definitiv sinnloseste Folge ever. Obwohl sich in den letzten 250 Folgen bestimmt auch die ein oder andere sinnlose Folge mit untergeschlichen hat. Wir können ja nochmal kurz ins Häuschen gucken. Ich finde es echt ziemlich geil mittlerweile mit dem Boden. Also sieht optisch doch geiler aus, als wenn wir es alles gleich gemacht hätten. Haben wir Feuer, also Holz. Schade. Hier noch was drin? Nee. Ich hätte sie gern alle mal angemacht, aber ich muss sagen, das gefällt mir mittlerweile sehr, sehr gut. Ein paar kleine Verzierungen kommen noch ran. Wir haben endlich die zweite Etage und der Plan ist auf jeden Fall jetzt erstmal unten fertig zu kriegen. Warum ist das so? Brauchen wir das? So, wir haben kein Holz, ne? Ja, hier müssen wir noch kleine Stufen rein oder vielleicht auch nochmal mit Dunkelholz so eine Umrandung. Halt nur entlang.
dass das noch zu ist. Ja, dann machen wir auf jeden Fall erstmal die untere Etage fertig. Mal gucken, was wir machen. Ich hatte überlegt, entweder hier oben oder hier unten, wo sich der Raum eigentlich schon fast besser dafür anbietet. Weil der ist nochmal ein bisschen größer, also vom Boden her. Dass wir hier so richtig den Gemütlichkeitsraum machen mit Tisch und Bett und jedem möglichen Kack, dass wir die Gemütlichkeit endlich mal komplett hochschrauben. Ich denke, das ist ein ganz guter Plan. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wie gesagt, Sonntag die Folge mache ich ein bisschen länger. Bis dahin, macht's gut. You can't touch this. You can't touch this.